Hallo, kleiner Mitruderer. Ich bin rückwärts so schnell wie der vorwärts. Und damit herzlich willkommen zurück. So, wir rudern eben das Ding an Land, beziehungsweise an den Steg. So. Achso. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Mach das mal. Und guck mich nicht an wie so ein Auto. Oder wie eine... Na Gott, Autos gibt's ja noch nicht. Wie eine Gondel. Naja, eine Gondel guckt ja nicht. Jo. Erstmal auf die Schnauze legen. Schon 16.000. Gnarf, kann man schon beinahe sagen. Meine Güte. Die Steuerung ist echt teilweise... Einfach nur kacke. Einfach nur kacke. Muss man fast sagen. Muss man einfach mal sagen. Die ist teilweise so schwammig. Alles muss raus. Bitte, herein! Alles muss raus, herein. Achso, ich muss wirklich reingehen. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Ups, da war ich zu langsam. Naja, so 5 Bogenschützen aufschalten. Sollte für einen Profikiller wie uns ja kein Problem sein. Was ist denn das für eine dunkle Häuserecke? Zup. Flip. Zup. Ach ja. Ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach so... Ich finde, es ist einfach sehr atmosphärisch, muss man einfach sagen. Bin ein wenig verschnupft. Meine Nase juckt die ganze Zeit. Ach komm, Jungchen, Jungchen. Mach's uns beiden doch nicht so schwer. Los, und jetzt rutsch runter. Fein gemacht. Meine Güte. Nein! Och, Glück gehabt. Ich glaube, das wäre sonst tödlich geworden. Medizin. Moment. Oh, für die Schäfchen des Herrn. Ich bin ein Schäfchen des Herrn. 9. Ich will 5 haben. Das sollte jetzt schnell heilen. Wir müssten vielleicht mal beim. Ach, oh, ja. Wer könnte sich vor solch einem Mann verstecken? Niemand kann sich vor mir verstecken. Zack. Ich versuche zum Herold durchzukommen, aber da war so ein Ding im Weg, so ein... Psst, psst. Ganz ruhig, okay? Ganz ruhig. Danke. Du hast übrigens was? Danke. So. Und? Hallo? Alberner Mann. Nö. Hallo? Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Bitte besucht sofort einen Dottore, um das ganze Volk zu schützen. Da ist er. Nicht in. Ach, da unten ist so ein Fritze. So ein.
ein Ratsmitglied. Oder wie die heißen. Wo ist denn jetzt hin? Boah, schön. Oh, nicht so schön. Lass mich durch. Ma, ich bin immer noch nicht entschärft, entsucht, aufgehört zu suchen, wie auch immer. Ma. So. Ich hoffe nicht, dass die jetzt hier langkommen. Sup, sup, sup. Und da ist schon direkt der erste. Flup. Was da? Lass die. So. Nummer 1. Beziehungsweise Nummer 2. Eben noch hier den kleinen Aussichtsturm. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ach ja, Venedig. Ich hab Hunger. Ich bekomme gerade wirklich Hunger. Huch. Nein. Ach komm. Lasst mich noch in Ruhe. Ach Gottchen, ach Gottchen. Ich hoffe, jetzt reicht so ein Steckzettel aus. Komm schon. Geht doch. Endlich mal wieder ein Inkognito. Inkognito. Das ist nämlich schon ein bisschen nervig. Na gut, wir werden so, noch so auffällig, wie ich immer spiele. Das war nicht geplant. Huch. Hier. Du bist über mich drüber gesprungen. Idiot. Psst, ganz ruhig, okay? Ganz ruhig. So. Ab zu Antonio. Wo dümpelt denn Antonio rum? Oh. Da unten. Antonio? Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Oh ja. Jetzt geht's richtig erst los. Das heißt, die ganze Zeit der, also die ganzen Aufträge vorher waren alles halt nur Vorbereitungsmissionen. Macht euch das Spaß? Mhm. Och Gottchen, empfindlich. Ja, nur Vorbereitungsmissionen. Jetzt geht's halt richtig los. Das Attentat auf den Barbarigo-Fritzen. Sind hier keine. Ja, sorry, wenn ihr nie Diebe sind, dann. Muss ich das halt. Muss ich das halt altmodisch machen. So. Au. Komm her. Nein! Lass doch nicht mehr die Axt fallen. Komm her. So. Danke für die Axt. Schenke ich dir.
Zack, ganz easy umstoßen. So, ich glaube hier ist die, ups, damals hochgesprungen, die Rosa, und wurde dann etwas unangenehm aufgehalten. Hui! Zack. So. Weiter geht's. Wo müssen wir überhaupt hin? Huch. Euer kleines Kartenhaus stürzt zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte er so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, wir haben gesehen, was dabei herauskam. Genug der Spitz. Was genau wollt ihr? Runter! Der Meister wurde ein Treffen einberufen. In 3 Tagen bei Santos. Eccolo! Ich bin da. Falls ihr dann noch leben solltet, wenn ihr einen Rat wollt, macht er dann einen weniger auffälligen. Oh, Mano. Was, wenn er recht hat? Er haut ab! Ruf mir mein Buch. Es kann nicht weit Lass sein. Mich wenn los! Es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Ich bin bald zurück. Wenn Carlo recht hat, muss ich mir ein Versteck suchen. Nur bis zum Treffen. Dann erledigen wir den Assassinen. Er arbeitet mit Antonio zusammen. Das heißt, die Angriffe. Nein. Ich habe zu hart dafür gearbeitet. Ui. Hey, entkommt mir! Das ist ein komischer Kauf. Assassino! Da! Weg abschneiden! Soldat! Und. Zack! Ja, haben wir ihn. Hey. Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch. Es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Golo! Huch. Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Setta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio, wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der 10. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Oh ja. Ui, da werden gleich wirklich wieder desynchronisiert. Sequenz 7 beendet. Wir sind euch schon relativ weit. Und da baut sich alles ab. Aber wir haben es geschafft. Wir haben Barbarigo getötet. Wir haben damit die Stadt befreit. Zumindest fürs Erste. Und wir haben 5000 Knete bekommen. Was ja auch nicht das Schlechteste ist. Und vor allem, wir haben Informationen bekommen. Weitere Informationen über die Verräter, die unseren Vater und unsere Brüder getötet haben. Und das wird unseren Rachezug weiter schüren. Und werde ich eher ruhen, bis wir endlich alle Verräter ausgeschaltet haben.
Denn das darf wirklich nicht ungesühnt bleiben. So. Ach, wunderschön. Immer wieder wunderschön. Und da ist ein Assassinengrab. Vermute ich mal. Aber für heute reicht es erstmal. Und ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.